Hallo zusammen und willkommen. Hast du irgendwo in deinem Haus in einer dunklen Ecke noch eine verlassene Pflanze stehen, die sich trotz deiner lieblosen Pflege wacker hält? Dann wird es Zeit, diese hervorzurücken und abzustauben. Oder hast du gar keine Pflanze in deiner Wohnung? Dann solltest du dir schleunigst eine zulegen. Warum? Pflanzen sind nicht nur dekorativ und liegen zurzeit wieder voll im Trend, sie verzaubern Räume mit grünem Blattschmuck und frischen Düften. Zimmerpflanzen können tatsächlich die Luft in deinen Wohnräumen verbessern. So leisten sie einen Beitrag zu deiner Gesundheit. Auch helfen die grünen Stauden beim Ein- und Durchschlafen. Jede Pflanze sieht dabei nicht nur anders aus, sondern verhält sich auch etwas anders. So können unterschiedliche Pflanzen unterschiedliche Wirkung auf deine Zimmerluft haben. Insbesondere im Schlafzimmer ist eine saubere Luft von großer Bedeutung. Und eines haben die grünen Wunderfilter alle gemeinsam. Sie erhöhen dein Wohlbefinden und lassen dich besser schlafen. Natürlich gibt es viele Ursachen, die uns darin hindern, erholsam Schlaf zu finden. Daher denken die wenigsten daran, dass es an der schlechten Luft liegen könnte. Die Matratze, Schuld oder das Bett. Allerdings denkt fast niemand daran, dass der CO2-Wert der Zimmerluft zu hoch sein könnte. Stickige Luft im Schlafzimmer kann dich außerordentlich beim Ein- und Durchschlafen stören. Du hast gehört, dass Pflanzen in der Nacht selbst CO2 absondern? Ja, das stimmt. Manche könnten wohl die CO2-Konzentration in deinem Schlafzimmer womöglich sogar noch verschlimmern. Allerdings erfährst du in unserem heutigen Beitrag, welche Pflanzen das nicht tun und sich sogar durch bestimmte Wirkungen positiv auf die Qualität deines Schlafes auswirken. Schlechte Luft bedeutet nämlich schlechter Schlaf. Ein erholsamer Schlaf ist für uns von großer Bedeutung. So können wir mit viel Energie dem Morgen ins Gesicht lachen und Gas geben. Allerdings können wir nicht immer durchschlafen. Du kennst es vermutlich. Du wälzt dich hin und her, du blickst immer wieder auf die Uhr. Der Morgen rückt immer näher und die Chance auf genügend Schlaf verfliegt mit jeder Minute. Die Ursache könnte eine zu hohe CO2-Konzentration in der Luft deines Schlafzimmers sein. Mit jedem Atemzug entziehen wir der Luft Sauerstoff und atmen mehr CO2 wieder aus. So kann ein Ungleichgewicht entstehen. Die Atmung in der Nacht kann beeinträchtigt werden. Pflanzen geben zudem in der Nacht ebenfalls CO2 ab. Dies kann die Konzentration dann noch einmal erhöhen. Allerdings gibt es auch Pflanzen, die nachts Sauerstoff und Feuchtigkeit in die Luft abführen und so dein Schlafzimmerklima wesentlich verbessern. So kannst du erholsam Schlaf finden und fit in den Tag starten. Hab außerdem keine Angst vor Schimmel auf der Erde deiner Pflanze. Diese entsteht nur durch zu viel Wasser und Wärme. Gießt du deine Pflanze nicht übermäßig und stellst sie nicht direkt an die Heizung, sollte sich kein Schimmel bilden. Ganz im Gegenteil. Manche Pflanzen sollen sogar in der Lage sein, Schimmelsporen aus der Luft zu filtern. Traust du dir eine angemessene Pflanze nicht zu, kannst du dir einfach Pflanzen in dein Schlafzimmer stellen, die ohnehin nicht viel Wasser benötigen. So beugst du Schimmel direkt vor. Kommen wir aber zum Thema. Nun lernst du mehrere Pflanzen kennen, die sich positiv auf deine Schlafqualität auswirken können. Keine Angst, du musst kein Pflanzenflüsterer sein, um diese am Leben zu erhalten. Sie sind ausgesprochen pflegeleicht und kommen oft mit wenig Licht und Wasser aus. Du kannst also nur etwas falsch machen, wenn du dir keine Pflanze in dein Schlafzimmer stellst. Nummer 1, die Grünlilie. Die unangefochtene Königin der reinigenden Pflanzen stellt wohl die Grünlilie dar. Sie filtert den krebserregenden Formaldehyd fast vollständig aus der Luft im Schlafzimmer. Insbesondere Raucher sollten sich mit dieser Wunderpflanze anfreunden. Sie kann Gerüche aufnehmen und neutralisieren, zum Beispiel den von Rauch. Die Grünlilie stellt keine hohen Ansprüche an ihren Besitzer. Zu wenig Wasser, zu viel oder zu wenig Licht, diese Pflanze schafft es unter fast jeder Bedingung zu gedeihen. Zudem ist sie noch äußerst leicht über Ausläufer zu vermehren. Nummer 2, das Einblatt. Diese Pflanze verbessert deine Luft gleich in vielerlei Hinsicht. Dazu sieht das Einblatt noch sehr schön aus. Die Blätter glänzen in einem saftigen Dunkelgrün. Die weißen Blüten der Pflanzen duften bezaubernd und beruhigen deine Seele. So kannst du dich besser entspannen und leichter einschlafen. Bei der Pflege des Einblatts musst du fast gar nichts beachten. Es gibt sich mit wenig Licht zufrieden und du brauchst es nur einmal in der Woche zu gießen. Das Einblatt filtert Schadstoffe wie zum Beispiel Formaldehyd aus deiner Schlafzimmerluft. Zudem wird von den Einblattblüten Feuchtigkeit in die Raumluft abgegeben. Dies hilft gegen trockene Schleimhäute und sorgt für ein gutes Klima. Das Einblatt erfreut sich bei Allergikern größter Beliebtheit. Es verhindert die Keimausbreitung in der Luft. Allerdings sollte das Einblatt nicht für Kinder zugänglich sein, denn die Pflanze ist giftig. Nummer 3, die Efeutute. Ein weiterer wahrer Wunderfilter ist die Efeutute.
Sie kann von Regalen hängen, auf dem Boden kriechen oder die Wand entlang ranken. Sie bringt ein Stück Natur in deine Wohnung und reinigt dazu noch deine Luft. Diese Pflanze absorbiert so viele schädliche Stoffe, dass ihr nachgesagt wird, sie muss auf den Sondermüll entsorgt werden, wenn sie ausgedient hat. Außerdem reichert sie auch in der Nacht die Luft mit Sauerstoff an. Sie eignet sich daher perfekt für dein Schlafzimmer. Dazu ist die Efeutute eine der anspruchslosesten Zimmerpflanzen. Sie benötigt wenig Wasser und wenig Licht. Nummer 4, der Bogenhanf. Diese Pflanze stand bereits bei Oma im Wohnzimmer. Nicht umsonst hält der Bogenhanf so lange Einzug in unseren Wohnungen und erfindet sich dabei immer wieder neu. Die klassische Pflanze hat breite grüngelbe Blätter. Daneben gibt es nun auch noch eine neue Zuchtform. Diese sieht sehr schnittig aus. Die grünen Blätter des neuen Bogenhanfes wachsen senkrecht wie Zacken aus dem Boden. Dadurch liegen diese Pflanzen nun wieder optisch voll im Trend. Dazu filtert sie die Luft wie das Einblatt und ist ausgesprochen pflegeleicht. Die Pflanze kommt ohne Probleme mehrere Wochen ohne Wasser aus. Nebenbei gibt der Bogenhanf nachts noch Sauerstoff an die Zimmerluft ab und sorgt so für geruhsamen Schlaf. Nummer 5, die Goldfruchtpalme. Diese Pflanze sieht nicht nur schick aus und bringt karibisches Flair in deine vier Wände. Sie säubert dazu noch die Luft von Schadstoffen und Kohlenstoffdioxid. Außerdem reichert sie die Luft mit Feuchtigkeit an. Hast du diese Pflanze in deinem Schlafzimmer stehen, werden es dir deine trockenen Atemwege danken. Nummer 6, die Aloe Vera. Die Aloe Vera ist eine sehr genügsame Pflanze. Sie benötigt ab und an einen Schluck Wasser und natürlich Licht. Dafür reichert sie am Tag und in der Nacht die Luft deines Schlafzimmers mit Sauerstoff an und sorgt für erholsame Träume. Zudem lässt die Pflanze sich relativ leicht über Ableger vermehren. In den dicken Blättern versteckt sich das bekannte heilende Sekret der Pflanze, das besonders gut gegen eine trockene Haut hilft und beruhigend wirkt. Nummer 7, die Birkenfeige. Die Birkenfeige gilt als der Superfilter für deine Zimmerluft unter den Pflanzen. Sie kann allerlei verschiedene Schadstoffe neutralisieren. Dadurch sorgt sie für ein besonders reines Luftgefühl in deinem Schlafzimmer. So schläfst du wie auf blütenreinen Wolken. Nummer 8, der Efeu. Der Efeu rankt sich in vielen Gärten an Mauern und Bäumen entlang und hat nicht immer den besten Ruf. Er droht meist andere Pflanzen oder Gebäude zu überwuchern. Allerdings kann er in der Wohnung wahre Wunder vollbringen. Der Efeu vermag mit seinen dreieckigen Blättern und langen Ranken Schimmelsporen in der Luft zu neutralisieren. Insbesondere im Schlafzimmer sollten sich keine Schimmelsporen in der Raumluft tummeln. Schließlich verbringst du hier eine sehr lange Zeit in der Nacht. Dies ist äußerst schlecht für deine Gesundheit, wie du vielleicht weißt. Deine Atmung in der Nacht und deine Schlafqualität leiden nämlich darunter. Meist schweben die Schimmelsporen bereits durch die Luft, bevor der Schimmel sichtbar wird. Willst du auf Nummer sicher gehen, kannst du dir Efeu besorgen und es an deinem Bettpfosten entlang ranken lassen. Dazu trägt Efeu zu einer ausgeglichenen Luftfeuchtigkeit bei und verbessert das Klima in deinem Schlafzimmer. Efeu ist allerdings giftig. Daher solltest du aufpassen, dass deine Kinder oder Haustiere nicht damit spielen oder gar davon naschen. Nummer 9, die Diefenbachia. Die Diefenbachia ist auch unter dem Namen Zuckerrohr bekannt. Sie ist ein fleißiger Luftfilter und kann zu einer beachtlichen Größe heranwachsen. So ist sie mit ihren grün-weiß gesprenkelten Blättern stets ein Hingucker. Außerdem schafft sie in deinem Schlafzimmer durch ihren breiten hohen Wuchs eine gemütliche Atmosphäre. Zudem kann sie Gerüche in der Luft neutralisieren. Damit sie sich wohlfühlt, solltest du ihr ein helles Fleckchen bieten und ihre Wurzeln regelmäßig wässern. Nummer 10, der Gummibaum. Diese Pflanze stand schon bei Mutter im Badezimmer. Der Gummibaum beeindruckt optisch mit seinen dicken, sattgrünen Blättern. Zudem kann diese Pflanze zu einer stattlichen Größe heranwachsen. Er reinigt fleißig die Luft und soll sogar dem Boden und den Wänden schädliche Stoffe entlocken können. Allerdings sammelt sich oft Staub auf seinen Blättern. Daher solltest du diese regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen oder den Baum in die Dusche stellen und abrausen. Weitere duftende Pflanzenjuwele sind zum Beispiel der pinke Jasmin und Lavendel. Stell dir einfach einen pinken Jasmin oder einen Lavendel auf den Nachttisch. Die Pflanzen sehen nicht nur durch ihre Farbe und ihre Blütenpracht wunderbar aus. Sie verströmen dazu noch einen leichten Duft, der dein Wohlbefinden steigert. So kannst du dich viel besser entspannen und tief durchatmen. Allerdings sind diese beiden Pflanzen nicht so pflegeleicht wie die bisherigen. Sie benötigen im Gegensatz zu anderen viel Licht und Wärme. Unser kleines Fazit:
Es ist bewiesen, dass Pflanzen viele wohltuende Aspekte für dein Schlafzimmer mit sich bringen. Sie können Schadstoffe oder Schimmelsporen aus der Luft filtern. Sie können den Flüssigkeitsgehalt in der Raumluft erhöhen und somit deinen trockenen Schleimhäuten eine Freude bereiten. Sie versprühen Sauerstoff und Frische. Sie duften fantastisch und wirken beruhigend. Pflanzen sind doch ein wahres Wunder. Solltest du unter Schlafstörungen leiden, können Pflanzen dir helfen, ruhig und erholsam durchzuschlafen. Dazu sehen sie wunderschön aus und erfüllen deine vier Wände mit Leben. Ein Leben mit Pflanzen bietet dir mehr Wohlbefinden und Gesundheit. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.